Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz anlässlich des diesjährigen Finanzstabilitätsberichts. Das Ganze heute unter etwas schwierigeren Bedingungen als sonst vielleicht. Wir wissen, im Laufe des Vormittags wird auch die EZB ihren Finanzstabilitätsbericht veröffentlichen. Insofern haben wir hier Zeit bis 10.15 Uhr und wir werden dann auch den Journalisten, die zur EZB wollen und es nutzen möchten, einen Transfer zur EZB anbieten. Genau vor der Tür vom Gästehaus wird ein Shuttlebus dann auf Sie warten. Zunächst möchte ich aber vorstellen, an meiner Seite Bundesbank-Vizepräsidentin Professor Dr. Claudia Buch, zuständig für den Zentralbereich Finanzstabilität und damit verantwortlich für den Finanzstabilitätsbericht, und Dr. Andreas Dombrett, im Vorstand zuständig für Banken und Finanzaufsicht. Beide werden gleich jeweils ein 15-minütiges Statement abgeben, und im Anschluss an dieses Statement wird dann Zeit und Raum für Ihre Fragen sein. So, ich möchte Sie noch darauf hinweisen, die Pressekonferenz wird live im Internet übertragen. Insofern sind jetzt alle Inhalte ab sofort frei. Frau Buch, Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank, Herr Trautmann. Ich darf Sie auch sehr herzlich begrüßen zu dieser vergleichsweise frühen Stunde, was die Präsentation des Finanzstabilitätsberichts 2017 angeht. Zunächst die positive Nachricht vorneweg. Die deutsche Wirtschaft wächst bereits das achte Jahr in Folge. Wir haben insgesamt eine sehr günstige Finanzierungssituation für die Unternehmen und die privaten Haushalte, gute Eigenkapitalpolster beim Bereich der Kreditnehmer, und auch die Banken haben seit der Krise Eigenkapital aufgebaut. Die Zahl der Kreditausfälle ist gering, Bewertungen sind hoch, und im Ergebnis dieser positiven wirtschaftlichen Entwicklung erwarten die Marktteilnehmer einen langsamen Zinsanstieg. Heißt das, wir müssen uns keine Sorgen machen über die Finanzstabilität in Deutschland? Sicherlich nicht, wenn sich die Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllen. Dann sind die Risiken für die Finanzstabilität begrenzt. Aber die Szenarien, über die wir nachdenken, was auch unsere Aufgabe ist, ist die Frage, was passiert, wenn sich die Lage unerwartet verschlechtert, wenn zum Beispiel nachlassendes Wachstum zu sehr lange sehr niedrigen Zinsen führt, was passiert, wenn politische Risiken eintreten und sich die Risikoprämien erhöhen. Ein stabiles Finanzsystem sollte auch gegen solche unerwarteten Szenarien abgesichert sein. Von daher wäre es verfrüht, Entwarnung zu geben. Gerade angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklung kann es sein, dass wir die zukünftige Stabilitätslage zu positiv einschätzen. Und gerade im deutschen Finanzsystem, Sie sehen hier auf dieser Folie die zentralen Aussagen des Finanzstabilitätsberichts, haben sich in der langen Phase niedriger Zinsen angesichts der guten wirtschaftlichen Entwicklungen Risiken aufgebaut. Diese Risiken können sich im Finanzsystem verstärken und dann insgesamt dazu führen, dass die Schuldentragfähigkeit, die Risikotragfähigkeit des Finanzsystems überschätzt werden könnte. Und auf diese Punkte möchte ich im Folgenden genauer eingehen. Zunächst zu den niedrigen Zinsen, dem hohen Wachstum, was ja für sich genommen positiv ist, aber eben die Gefahr birgt, dass Risiken unterschätzt werden. Nicht nur Deutschland befindet sich im Moment in einer guten konjunkturellen Lage. Die Prognosen des Internationalen Währungsfonds für das Wachstum im laufenden Jahr haben sich noch einmal erhöht auf 3,6%, und dieser Trend soll sich auch in Zukunft fortsetzen. Wie schon gesagt, das ist unser Basisszenario. Ein solches Basisszenario würde zu einem graduellen Zinsanstieg führen, so erwarten es auch die Märkte. Und das würde sich natürlich stabilisierend auf das deutsche Finanzsystem auswirken. Die Lebensversicherer und die Pensionseinrichtungen könnten dann die vertraglich vereinbarten Garantiezinsen eher erwirtschaften. Bei den Banken dürften sich die Zinsspannen erhöhen. Aber es kann eben sein, dass gerade die in Deutschland sehr gute und sehr lange gute wirtschaftliche Lage die Gefahr birgt, dass die Marktteilnehmer Szenarien mit hohen Verlusten ausblenden. Denn je länger Boomphasen andauern, desto größer ist die Neigung, diese auch in die Zukunft fortzuschreiben. Oder wenn Sie mich etwas bildlich sprechen lassen, wenn wir nur den Blick in den Rückspiegel werfen und die vergangene wirtschaftliche Entwicklung betrachten, kann es eben sein, dass wir die Risiken, die Gefahren, die auf der vor uns liegenden Strecke liegen, übersehen. Deswegen lassen Sie mich etwas
konkreter werden, was denn diese Risikoszenarien sind. Wir unterscheiden zwei Risikoszenarien in dem Finanzstabilitätsbericht, der Ihnen vorliegt. Zunächst das Risiko, dass abrupt die Zinsen steigen, weil die Risikoprämien auf den internationalen Finanzmärkten anziehen. Sie sehen hier eine Grafik, die etwas veranschaulicht, warum das ein Problem für das deutsche Finanzsystem sein könnte. Denn wir haben inzwischen, das ist hier das Beispiel der Wohnungsbaukredite, wir haben inzwischen einen zunehmenden Anteil von Krediten, die mit einer sehr langen Zinsbindungsfrist vergeben sind. Der Anteil der Wohnungsbaukredite mit Zinsbindungsfrist von über 10 Jahren liegt inzwischen bei rund 44%. Das heißt, bei einem schnellen Zinsanstieg würden sich die Finanzierungskosten der Banken erhöhen, gleichzeitig aber die Zinserträge nicht mitsteigen, sodass die Zinsspannen der Banken unter Druck geraten würden. Und auf den Punkt werde ich gleich auch noch einmal eingehen. Natürlich wäre ein Zinsanstieg auch mit einer Änderung der Bewertungen verbunden. Das ist also das Risikoszenario 1, ein schnellerer als erwarteter Zinsanstieg. Aber es gibt auch ein alternatives Risikoszenario, nämlich Zinsen, die sehr lange sehr niedrig sind, etwa weil sich die realwirtschaftliche Lage ungünstiger entwickelt. Und wir alle wissen, lange niedrige Zinsen können zu einer Suche nach Rendite führen. Sie würden aber auch möglicherweise dazu führen, eben in diesem Szenario, wenn sich die realwirtschaftliche Lage verschlechtern würde, dass sich die sehr positive Entwicklung, die wir im Moment im Unternehmensbereich sehen, so in der Zukunft nicht fortsetzen würde. Sie sehen hier eine Zahl auf der linken Seite, die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland, die sich nahezu halbiert hat. Wenn Sie das umrechnen auf die Zahl der Gemeinden, die wir in Deutschland haben, dann haben Sie weniger als 2 Insolvenzen pro Gemeinde aktuell. Das ist eine ausgesprochen niedrige Insolvenzquote, die sich entsprechend auch in niedrigen Ausfallraten bei den Banken übersetzen. Also die Risikovorsorge deutscher Banken ist im Moment auch sehr niedrig. Herr Dombert wird gleich noch genauer auf diesen Punkt eingehen. Wichtig auch hier, Ausfallraten, niedrige Ausfallraten sind natürlich für sich genommen etwas Positives, aber es ist letztlich auch ein rückwärtsgewandter Indikator. Also die Frage ist, was passiert, wenn sich diese makroökonomische Entwicklung ändert, umkehrt, und sind dann zum Beispiel die Risikomodelle der Banken, die die Banken ja benutzen, um ihre Risiken zu berechnen, auch daraus den Eigenkapitalbedarf zu berechnen, sind bei einer Umkehr der makroökonomischen Entwicklung diese Modelle noch in der Lage, die Risiken richtig einzuschätzen und auch die Risiken, die sich aus einer unerwarteten Eintrübung der Konjunktur ergeben. Bisher habe ich die Risiken isoliert betrachtet. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn sich diese Risikofaktoren im Gesamtsystem verstärken? Zunächst mal sollte sicherlich jeder einzelne Marktteilnehmer sich gegen diese Negativszenarien absichern, indem er ausreichendes Eigenkapital vorhält, aber auch indem er möglichst realistische Erwartungen bildet. Aber, und das ist ja auch der Grund, warum wir hier heute zusammensitzen, der einzelne Marktteilnehmer kann natürlich Risiken für das Gesamtsystem schlecht überblicken. Deswegen eben unsere Analyse der Systemstabilität, die ja im Wesentlichen sich daraus bedingt, dass Ansteckungseffekte entstehen können, entweder wenn die Marktteilnehmer sehr eng miteinander verbunden sind vertraglich oder wenn sie ähnliche Anlagestrategien haben und deswegen gemeinsamen Risiken ausgesetzt sind. In einem solchen Fall können eben kleine Schocks relativ große Auswirkungen auf das gesamte Finanzsystem haben. Und über das eine Verstärkungsszenario hatte ich eben schon gesprochen. Wir haben eben typischerweise eine Zinsänderung nicht isoliert, sondern die würde einhergehen mit Bewertungsänderungen, mit Kreditausfällen. All das würde das Kapital, das Eigenkapital des Finanzsystems belasten. Und wir haben in Deutschland eine insofern etwas besondere Situation, als dass wir eine sehr hohe Zahl von kleineren Instituten haben, die in gemeinsamer Weise Zinsänderungsrisiken ausgesetzt sind. Das ist natürlich zunächst mal die viele Zahl der Kreditgenossen und Sparkassen, die wir haben, etwas Positives, weil diese Banken sehr regional vor Ort tätig sind. Sie haben aber eben auch einen sehr hohen Anteil an der Kreditvergabe insgesamt von rund 50
Prozent, je nachdem welches Marktsegment Sie betrachten. Und diese Banken sind in besonderem Maße Zinsänderungsrisiken ausgesetzt. Auch darauf wird Herr Dommert gleich noch eingehen. Der Punkt hier ist, dass eben einerseits aufgrund von Korrelationen, gemeinsam auftretenden Risiken, aber auch von ähnlichen Anlagestrategien, Geschäftsmodellen, Systemrisiken entstehen können. Und im System müssen eben ausreichende Puffer vorhanden sein, Eigenkapitalpuffer, um auch diese Systemrisiken abfedern zu können. Zu dem dritten Punkt: überschätzen die Marktteilnehmer derzeit die Risikotragfähigkeit des Finanzsystems. Zunächst mal noch einmal die positive Nachricht, was die deutschen Kreditnehmer angeht, die so gut kapitalisiert sind wie seit langem nicht mehr. Die Eigenkapitalquote der Unternehmen liegt bei rund 30%, ist über die Zeit hinweg gestiegen. Die Zinsaufwendungen sind mit etwa 5% des Gewinns sehr gering. Das können Sie auch hier noch auf dieser Folie noch einmal sehen. Also sowohl die Eigenmittel sind angestiegen, als auch die Zinslast ist gesunken über die Zeit, natürlich auch aufgrund der niedrigen Zinsen. Die Verschuldung der privaten Haushalte ist sehr stabil über die Zeit. Von daher zunächst mal ein positives Bild, was die Schuldentragfähigkeit angeht. Aber es besteht eben auch das Risiko, dass die Schuldentragfähigkeit von den Märkten, von den Marktteilnehmern überschätzt wird. Und das Beispiel, das ich an dieser Stelle, über das ich sprechen möchte, ist der Wohnimmobilienmarkt, der ja auch in den vergangenen Pressekonferenzen zum Finanzstabilitätsbericht immer sehr im Vordergrund gestanden hat. Zunächst noch einmal die groben Eckzahlen, warum wir uns so intensiv mit dem Wohnimmobilienmarkt beschäftigen. Rund 2/3 der Verschuldung der privaten Haushalte sind Kredite für Wohnimmobilien, spiegelbildlich in den Bankbilanzen. 50% der Kredite an Nichtbanken sind Wohnimmobilienkredite. Und wir wissen aus den Erfahrungen anderer Ländern, wenn eine durch einen starken Schuldenaufbau private Haushalte getriebene Immobilienblase platzt, kann dies erhebliche wirtschaftliche und auch soziale Kosten nach sich ziehen. Deswegen betrachten wir eben den Wohnimmobilienmarkt sehr intensiv. Und wir haben immer auch gesagt, uns geht es nicht nur um die Preisentwicklung, sondern das Zusammenspiel mit Kreditvergabe und Vergabestandards. Hier haben wir aktuell ein etwas gemischtes Bild. Die Preise steigen sehr deutlich, zuletzt mit rund 6%. Ein Großteil dieses Preisanstiegs ist nach wie vor durch Fundamentalfaktoren zu erklären, aber der Anteil der nicht durch Fundamentalfaktoren zu erklärenden Preissteigerungen ist angestiegen auf rund 15-30% in den Städten, in den Großstädten. Im vergangenen Jahr oder bei unseren letzten Berechnungen lag dieser Anteil noch bei rund 10-20%. Die Kredite für Wohnimmobilien, Sie sehen das hier in der mittleren Grafik, steigen aber weniger stark, als es historisch der Fall gewesen ist. Also wir haben keinen sehr starken Anstieg der Kreditvergabe. Bei den Vergabestandards haben wir nach wie vor Informationslücken. Wir haben aggregierte Daten, mit denen wir zum Beispiel uns die Verschuldung der privaten Haushalte ansehen können. Das sehen Sie hier. Die hat sich eher rückläufig entwickelt, beziehungsweise hier ist keine sehr starke Dynamik. Auch andere Indikatoren, die wir heranziehen können, deuten nicht darauf hin, dass sich die Standards merklich gelockert haben. Aber wir haben hier, deswegen sehen Sie auch diesen Bereich etwas grau unterlegt, wir haben hier nach wie vor erhebliche Datenlücken. Deswegen, Überwachung dieses Marktes ist für uns sehr wichtig und wir brauchen dazu auch bessere offizielle Statistiken. Ansonsten ist das Gesamtbild eines, das zeigt, dass es insgesamt keine starken Risiken aus der Wohnimmobilienfinanzierung für die Finanzstabilität gibt. Wir sehen von daher auch keine Begründung dafür, die jetzt verfügbaren Instrumente, makroprudenziellen Instrumente in diesem Bereich, also Loan-to-Value-Ratios und Amortisationsanforderungen, zu aktivieren. Die setzen ja bei den Kreditvergabestandards an. Es besteht aber natürlich die Gefahr, dass sich unsere Einschätzung der Lage ändert, dass sich die
Finanzierungen an den Immobilienmärkten zukünftig als nicht nachhaltig erweisen. Und das könnte eben genau dann passieren, wenn sich die dynamische Preisentwicklung umkehrt und Kreditsicherheiten an Wert verlieren. Lassen Sie mich zusammenfassen. Im deutschen Finanzsystem, und das ist die positive Nachricht, haben gerade bei den Banken in seinem Zentrum, wurde in den vergangenen Jahren mehr Eigenkapital aufgebaut. Aber gleichzeitig ist das System auch verwundbarer gegenüber unerwarteten Ereignissen geworden. Sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch die Schuldentragfähigkeit könnten als zu positiv eingeschätzt werden, Ansteckungseffekte im Finanzsystem unterschätzt werden. Insofern wäre es verfrüht, Entwarnung zu geben. Ausreichende Risikotragfähigkeit, nachhaltige Finanzierungen müssen im Interesse jedes einzelnen Marktteilnehmers stehen und natürlich die Puffer müssen ausreichend groß sein, um auch Systemrisiken abzufedern. Lassen Sie mich einen letzten Punkt machen zu den Reformen, die wir ja seit der Finanzkrise beschlossen und umgesetzt haben, auch auf internationaler Ebene. Die verbesserte Kapitalausstattung ist sicherlich darauf auch zurückzuführen, dass das erklärte Ziel der Reformen war, das Finanzsystem widerstandsfähiger zu machen und einen besseren Schutz gegenüber Risiken auch zu liefern. Die Frage, die natürlich gestellt wird, haben die Reformen ihre Ziele erreicht? Gibt es unbeabsichtigte Nebenwirkungen? Wir haben in der G20-Präsidentschaft Deutschlands, die ja jetzt in diesen Tagen ausläuft, erhebliche Fortschritte gemacht, in dem Sinne, dass wir ein strukturiertes Rahmenwerk entwickelt haben, mithilfe dessen die Effekte der Reformen bewertet werden können. Ziel dieses Rahmenwerkes ist es letztlich, die Kosten und Nutzen der Reformen für die Gesellschaft abzuschätzen. Denn ein erklärtes Ziel der Reform war es ja auch, die Kosten von Schieflagen den Verursachern anzulassen, also den Eigentümern und den Gläubigern von Finanzinstituten, nicht dem Steuerzahler. Eben deswegen ist es so wichtig, darüber spricht auch der Bericht, dass die vereinbarten Regeln zur Abwicklung von Banken angewendet werden und die Gläubiger im Falle eines Falles auch die Verluste mittragen müssen. Das heißt also, aus privatwirtschaftlicher Sicht steigen möglicherweise die Kosten von Finanzintermediation, aber aus gesellschaftlicher Sicht ist das natürlich ein positiver Effekt der Reform, wenn Kosten auch verursachergerecht angelastet werden. Ein zweites Beispiel für die Bewertung, Evaluierung von Reformen sind Kapitalzuschläge für systemrelevante Banken. Auch hier ist einiges passiert in der Regulierung. Aktuell ist es so, dass die makroprudentiellen Zuschläge, also die Zuschläge, die aus Systemsicht notwendig sind, durch europäische Vorgaben auf 2% begrenzt sind. Wir haben uns auch in entsprechenden Konsultationsverfahren dafür eingesetzt, über diese Begrenzung nachzudenken. Möglicherweise könnten diese Kapitalpuffer unzureichend sein, um systemische Risiken tatsächlich abzudecken. Aber um das nochmal sehr deutlich zu sagen, Evaluierung heißt, Kosten und Erträge der Reform für die Gesellschaft insgesamt transparenter zu machen, mögliche unbeabsichtigte Nebenwirkungen offenzulegen. Es heißt natürlich nicht, Reformen zu verwässern und insgesamt die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems zu schwächen. Hiermit möchte ich für meinen Teil schließen, bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an den Kollegen Herrn Dombrett. Ja, vielen Dank und Ihnen allen einen guten Morgen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer diesjährigen Pressekonferenz. Immerhin das 8. Mal, dass ich jetzt einen Finanzstabilitätsbericht mit vorstellen darf. Wie üblich werde ich jetzt auf den deutschen Bankensektor eingehen, etwas genauer auf den deutschen Bankensektor schauen und würde gerne mit der guten Nachricht beginnen, die Eigenkapitalausstattung der deutschen Banken und Sparkassen ist inzwischen deutlich besser als vor der Finanzkrise. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Während deutsche Kreditinstitute 2008 eine durchschnittliche Kernkapitalquote von 10% vorgewiesen haben, liegt diese Kernkapitalquote im Durchschnitt im zweiten Quartal diesen Jahres
jetzt bei 15,4% und hat sich also deutlich ausgeweitet. Und die weitere gute Nachricht ist, dass viele Institute, die vor der Krise weniger gut kapitalisiert waren, dass es genau diese Institute sind, die einen besonders starken Ausbau zu verzeichnen haben. Etwas, was ich wirklich sehr begrüße. Ich glaube, das tun wir alle. Die Strategien, das Eigenkapital auszubauen, waren dabei natürlich von Haus zu Haus sehr unterschiedlich. Kleine und mittelgroße Banken und Sparkassen in Deutschland, die haben in großem Maße Kernkapital gebildet und haben gleichzeitig ihre Kredite an der Realwirtschaft ausgeweitet. Große Finanzinstitute in Deutschland, die haben auf die verschärften Eigenkapitalanforderungen stärker mit einem Abbau der risikogewichteten Aktiva reagiert, also ganz unterschiedliche Strategien. Diese risikogewichteten Aktiva, die gingen immerhin um 36% zurück, teils durch verminderte Kreditrisiken, aber teils auch durch eine Umschichtung in risikoärmere Anlagen, größtenteils aber durch eine Verkürzung der Bilanzen. Und, das nur als Nebenbemerkung, eine häufig befürchtete Kreditklemme ist dabei in Deutschland nicht aufgetreten. In Bezug auf Kreditrisiken wird derzeit auf europäischer Ebene vermehrt das Problem hoher Bestände an notleidenden Krediten diskutiert. Sie kennen das als NPLs, als Non-Performing Loans. In Deutschland beschränkt sich dieses Thema allerdings auf einige wenige Institute, und das sind vor allen Dingen Institute, die vermehrt in Schiffe investiert haben. Also dieser Sektor ist von diesen notleidenden Krediten schon stark betroffen. Insgesamt weist der deutsche Bankensektor aber mit rund 2% eine sehr niedrige Quote an notleidenden Krediten auf, eine sehr niedrige NPL-Quote auf, und die betroffenen Portfolios, notleidenden Kredite sind inzwischen sehr, sehr weitgehend wertberichtigt. Ich würde vielleicht doch gerne ein Wort zur Lage in Europa sagen, und da erleben wir doch ein Kompetenzgerangel, was diese Frage der notleidenden Kredite anbetrifft. Und dieses Kompetenzgerangel, das hilft in Europa, wie ich finde, uns in keinster Weise weiter. Wir müssen den Abbau an notleidenden Krediten mit Nachdruck und ganz entschlossen angehen. Das ganz allein, das sollte unser Interesse an diesem Thema sein. Wir als Bundesbank unterstützen deshalb ganz ausdrücklich den Vorstoß der Europäischen Zentralbank, die mit ihren im Oktober veröffentlichten Leitlinien den Abbau dieser notleidenden Kredite in Europa vorantreiben will. Die Unterstützung ist hier uneingeschränkt. Nach der guten Nachricht folgt jetzt nun die weniger gute Nachricht. Die Ertragskraft deutscher Institute, die ist unverändert und nach wie vor niedrig. Und dieser Effekt, und das ist das Problematische auch an der Sache, geht teilweise auf strukturelle Faktoren, teilweise eben aber auch auf die niedrigen Zinsen zurück. Gerade die Auswirkungen der Niedrigzinsen treffen den deutschen Bankensektor ganz besonders hart, da die Geschäftsmodelle hierzulande, wie Sie wissen, in vielen Fällen stark auf das Zinseinkommen ausgerichtet ist. Und so sehen wir, dass die Erträge im klassischen Einlagen- und Kreditgeschäft entsprechend deutlich zurückgegangen sind bei den deutschen Banken und Sparkassen. Prognosen der deutschen Kreditinstitute zeigen eben auch, dass sich diese Entwicklung in die Zukunft weiter fortsetzen wird. Und hinzu kommt, dass die Negativzinsen, die die deutschen Banken und Sparkassen auf ihre Einlagen bei der Zentralbank bezahlen, von ihnen nur in den seltensten Fällen an ihre Privatkundschaft weitergegeben wird. Damit meine ich vor allen Dingen eben die Retailkunden, nicht die institutionellen Anleger. Und diese Entwicklung wirken die günstigen makroökonomischen Rahmenbedingungen, Frau Buch hat ja darauf hingewiesen, hierzulande bislang entgegen. Wir haben eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und in Europa, die sich beispielsweise eben auch in geringeren Unternehmens- und Privatinsolvenzen zeigt. Und das trägt alles maßgeblich dazu bei, dass sowohl die Ausfallraten bei Krediten als auch der Risikovorsorgebedarf niedrig darstellt. Die deutschen Banken und Sparkassen, die mussten also nur in geringem Ausmaß Wertberichtigungen vornehmen. Und dieser Effekt hat die Ertragskraft gestützt. Sonst wäre sie übrigens noch niedriger
gewesen. Im Rahmen des Dialogs mit den Abschlussprüfern, die hier natürlich eine große Rolle spielen und die aufgrund der aktuellen konjunkturellen Situation gegebenenfalls sogar Auflösungen der Risikovorsorge befürworten würden, da rate ich den Banken und Sparkassen aber zu einer unverändert konservativen Haltung. Die mittel- bis langfristig geplanten Zuführungen zur Risikovorsorge, hierzu hatten die Institute in der Niedrigzinsumfrage, die wir mit der BaFin zusammen durchgeführt haben, uns viele Auskünfte gegeben. Die erachte ich als sinnvoll. Es ist gut, dass die Vorstände der deutschen Banken und Sparkassen hier nicht von anhaltendem schönen Wetter einfach weiter ausgehen. Eine Fortschreibung günstiger Entwicklungen der Vergangenheit, so wäre ja doch zu befürchten, könnte sonst sehr wohl zu einer systematischen Unterschätzung von Kreditrisiken führen. Erschwerend kommt hinzu, dass die deutschen Institute in den vergangenen Jahren ihre Fristentransformation ausgeweitet haben und um die Erträge in Zeiten sehr niedriger Zinsen stabil zu halten, haben sie vermerkt die Laufzeiten und auch vermerkt die Zinsbindungsfristen ihrer Ausleihen erhöht. So ist der Anteil länger laufender Buchforderungen, also Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren, bei den deutschen Instituten seit 2007 von 60% auf jetzt knapp 70% angestiegen. Und bei Instituten des Sparkassen- und Genossenschaftssektors ist dieser Anstieg noch höher. Er liegt mit 83% eben, wie gesagt, deutlich höher als bei den Kreditbanken, wo diese Ausleihungen von mehr als 5 Jahren noch mit 47% zu Buche stehen. Wir befinden uns also in einer Situation, in der Banken und Sparkassen viele langlaufende, niedrig verzinste Aktiva in ihren Büchern halten. Und viele Kapitalanlagen werden zudem hoch bewertet. Frau Buch hatte auch darauf hingewiesen. Dagegen ist der Bestand an Risikovorsorge im deutschen Bankensystem mit 0,6% gemessen an der Bilanzsumme eben auf einem niedrigen Niveau. Und daraus entsteht eben eine Verwundbarkeit gegenüber unerwarteten makroökonomischen Entwicklungen, etwa wenn die Zinsen abrupt steigen oder wenn sich die Konjunktur unerwartet eintrüben würde. Und gleichzeitig verkürzten sich die Laufzeiten der Verbindlichkeiten. Der Anteil täglich fälliger Einlagen an den gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken ist binnen 10 Jahren von 36% auf ca. 60% gestiegen, also fast also sehr, sehr viele, weit über die Hälfte der Anlagen sind jetzt täglich fällig. Und dabei spielt eine wesentliche Rolle, dass Kunden angesichts sehr niedriger Anlagezinsen ihre Mittel in Einlagen parken. Wie diese Mittel dann umgeschichtet werden, sobald attraktivere Anlagen zur Verfügung stehen, das, muss ich Ihnen sagen, ist doch schwer vorhersehbar. Historische Erfahrungen geben einen Anhaltspunkt, die sind aber angesichts der Extremsituation des aktuellen Niedrigzinsumfeldes, wie ich finde, nur bedingt als Kompass für die Zukunft geeignet. Als Konsequenz sehen wir eine höhere Anfälligkeit der Institute für eine Zinsänderung und das ist genau der Grund, warum wir das Thema Zinsänderungsrisiken mit Argusaugen beachten und sehr, sehr genau die Situation verfolgen. Im Rahmen unserer diesjährigen Niedrigzinsumfrage haben wir uns sehr genau diesem Thema der Zinsänderungsrisiken gewidmet und die Auswirkungen möglicher Schocks auf kleine und mittlere deutsche Banken und Sparkassen simuliert. Ein Szenario, bei dem ein abrupter Anstieg der Zinsstrukturkurve um 200 Basispunkte von uns gerechnet wurde, verdeutlicht eben die kurzfristige Verwundbarkeit der Kreditinstitute hierzulande in Deutschland. In einem solchen Szenario würden ihre Erträge zunächst um ca. 55% einbrechen, um dann aber mittelfristig zu einer Erholung zu führen. Sie sehen also ganz deutlich, die Dynamik eines Zinsanstiegs ist also entscheidend und welche Dynamik eintritt, hat hier die größten Auswirkungen. Der im Rahmen unserer Niedrigzinsumfrage durchgeführte Stresstest hat gleich mehrere Risiken miteinander verbunden und miteinander kombiniert. Neben einem abrupten Anstieg der Zinsstrukturkurve um die 200 Basispunkte, die ich eben erwähnt habe, wurde ein gleichzeitiger Anstieg bei Kredit- und Marktrisiken simuliert. Im Aggregat würden dann die Kernkapitalquote von rund 16 auf rund 13%, also um rund 3% absinken. Gerade eine Betrachtung auf detaillierter Ebene zeigt aber die positiven Konsequenzen der deutlich verbesserten Kapitalausstattung,
die die deutschen Banken und Sparkassen inzwischen haben. Kleine und mittelgroße Institute sind eben größtenteils widerstandsfähig gegenüber einem gleichzeitigen Anstieg in drei Risikoarten. Und das ist eine gute Nachricht. Insgesamt zeigt sich aber doch ein durchaus gemischtes Bild. Die deutschen Banken und Sparkassen sind weitgehend robust und gut aufgestellt. Dies darf aber nicht über die großen Herausforderungen und über den großen Anpassungsbedarf, von denen die Institute stehen, hinwegtäuschen. Die erhöhten Zinsrisiken und der niedrige Bestand an Risikovorsorge erhöhen eben die Anfälligkeit gegenüber unerwarteten Schocks. Und ich appelliere daher an die Institute in Deutschland, ihr Augenmerk in der Risikosteuerung vor allem auf die Themen Fristentransformation und Zinsänderungsrisiken zu richten. Lassen Sie mich abschließend auf eine Herausforderung eingehen, vor der wir alle im Allgemeinen und die deutschen Banken und Sparkassen im Speziellen stehen. Am 29. März 2019 verlässt das Vereinigte Königreich aller Voraussicht nach die Europäische Union. Insofern kommt eigentlich keine Pressekonferenz zur Finanzstabilität um das Thema Brexit herum. Und deshalb möchte ich auch ein paar Worte zum Thema Brexit sagen, weil es eben uns alle sehr stark betrifft. Von dem eher schleppenden Fortschritt bei den Verhandlungen geht doch eine erhebliche Unsicherheit aus. Und dieser schleppende Fortschritt, der erzeugt auch diese erhebliche Unsicherheit. Und die Unsicherheit, die gilt für Bürger, die gilt für Unternehmen, aber die gilt nicht zuletzt auch für die deutsche und internationale Finanzbranche. In den jetzt nur noch 16 verbleibenden Monaten müssen die Brexit-bezogenen Neuorganisationen nun einmal abgeschlossen sein, um eine Fortsetzung der Kundenbeziehungen unterbrechungsfrei im jeweils anderen Wirtschaftsraum sicherstellen zu können. Und in diesem Zusammenhang kann ich allen Finanzmarktteilnehmern wirklich nur eindringlich raten, umgehend ihre Reorganisationen einzuleiten bzw. diese dann auch konsequent umzusetzen. Und dazu gehört insbesondere, sofern noch nicht erfolgt, die schnellstmögliche Einreichung der Lizenzanträge für all jene Banken, die ihr Geschäft in Deutschland oder in anderen Ländern der EU nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs fortführen wollen. Und ich gehe mal davon aus, das werden fast alle sein. Auch müssen Lösungen gefunden werden, wie bestehende Vertragsbeziehungen nach dem Brexit nahtlos fortgeführt werden können. Es hört sich deutlich leichter an, als es in der Wirklichkeit dann sein wird. Sofern Institute bei proaktiven Vertragsänderungen auf ein schweigendes Einverständnis ihrer Kunden spekulieren, dann könnten zumindest bei Privatkunden Rechtsrisiken die Folgen sein. Um es mal so zu sagen, letztlich spielt der Faktor Zeit die entscheidende Rolle. Und deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir das heute noch mal so deutlich als Thema ansprechen. Für einen möglichst reibungsarmen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU bedarf es jedoch nicht nur ganz minutiöser, akribischer Vorbereitung durch die Kreditwirtschaft. Die Vorbereitung, man kann auch sagen, das Fehlen der Vorbereitung in der Realwirtschaft geben wir doch wirklich zu denken. Während die Banken sich wirklich sehr auf den Brexit vorbereiten, ist das bei der Realwirtschaft deutlich weniger der Fall. Hier müssen sowohl der eigene Zugang zu Finanzdienstleistungen auf eine sichere Grundlage gestellt werden, als auch die Anfälligkeiten, die der Austritt des Vereinigten Königreichs für die eigenen Geschäftsmodelle der Unternehmen mit sich bringt, die müssen verringert werden. Jetzt wissen wir alle, Neuausrichtungen, insbesondere in dieser Dimension, die sind sehr komplex und die erfordern Zeit. Und diese Zeit, die ist jetzt kaum noch vorhanden. Was bedeutet jetzt der Brexit für uns in Deutschland? Auch wenn die EBA nicht nach Frankfurt kommen wird, bleibt die Stadt Frankfurt neben anderen EU-Finanzzentren ein Ziel von Geschäftsverlagerungen, die durch den Brexit erforderlich werden. Wir stellen fest, dass sich insbesondere marktnahe Geschäftsbereiche hier in Frankfurt ansiedeln wollen. Und diese Ansiedlung wird die Struktur des deutschen Finanzsystems doch dann spürbar verändern. Beispielsweise haben wir in Kontinentaleuropa, das geht also weit über Frankfurt hinaus, nie zuvor Broker-Dealer dieser Größenordnung beaufsichtigt, die eben wohl
nun vor allen Dingen nach Frankfurt ziehen werden. Der deutsche Finanzplatz wird also kapitalmarktnäher, wäre mein Fazit. Dem negativen Impuls, der dem vom Brexit ausgeht, gilt es nun, einen positiven Impuls für einen vertieften, leistungsfähigen Kapitalmarkt entgegenzusetzen. Und dieser könnte die Entwicklung der europäischen Volkswirtschaften weiter unterstützen. Dafür ist eine konsequente Weiterentwicklung des europäischen Projekts der Kapitalmarktunion unbedingt erforderlich, die aber auch die Tür für eine enge und tiefe Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich offen lassen sollte. Es gibt überhaupt gar keine Logik, dass, wenn es einen Brexit gibt, das Vereinigte Königreich in einer europäischen Kapitalmarktunion keine Rolle spielen sollte. Und ich unterstütze eine Kapitalmarktunion daher sehr. Es gilt, nach dem Brexit dort Brücken zu bauen, wo der Brexit Gräben zwischen unseren Volkswirtschaften reißt. Ein solcher Brückenschlag ist zum Beispiel beim Thema Central Counterparty Clearing, also CCP Clearing, möglich. Eine Brücke könnte hier durch die intensive Zusammenarbeit zwischen britischen und EU-Aufsichtsbehörden gebaut werden, die auch weitgehende Informations- und Eingriffsrechte für die hiesigen Aufseher gegenüber den britischen CCPs umfassen muss. Sollten wir diese Informations- und Eingriffsrechte behalten, könnte nach unserer Überzeugung zumindest aus ökonomischen Gründen von einer großflächigen Verlagerung des Clearingsgeschäfts abgesehen werden. Der Umkehrschluss gilt natürlich genauso. Sollten wir diese Eingriffs- und Transparenzhechte nicht bekommen, dann wird es um eine Verlagerung wohl kein Weg herumführen. In jedem Fall aber, egal was passiert, wird London nach meiner festen Überzeugung eines der führenden Finanzzentren der Welt bleiben. Und daher sind Kreativität und eine wahrhaft globale Perspektive nötig, um die künftige Zusammenarbeit zwischen der EU27 und dem Vereinigten Königreich auf eine solide rechtliche Grundlage zu stellen. Denn es ist auch klar, in den schnell wachsenden Regionen dieser Welt hält man nicht gerade inne, um den Europäern Zeit für ihre eigene Nabelschau zu gewähren. Wir müssen uns auch selber mit dem Faktor Zeit beschäftigen. Die deutsche, aber auch die europäische Aufsicht, die bereiten sich intensiv auf die Zeit nach dem Brexit vor. Und dabei ist unsere Botschaft, wir werden ganz sicher keine leeren Hüllen akzeptieren. Und die Banken wissen das übrigens auch ganz genau. Solide lokale Strukturen mit einem funktionsfähigen Risikomanagement, die sind absolut unverzichtbar. Und das schließt eine gewisse Verlagerung von Teilrisiken in spezialisierte Risk Hubs in London nicht aus, die eben eine konzernweite Risikosteuerung sicherstellen. Dabei ist klar, dass Entscheidungen nicht ausschließlich vom Standort London aus erfolgen können. Und dieser Ansatz ist deshalb so ganz besonders wichtig, als die Einheiten in der EU in einem Krisenfall eben eigenständig handlungsfähig und eigenständig abwickelbar sein müssen. Deshalb werden leere Hüllen von uns nicht akzeptiert werden. Bei den Vorbereitungen werden wir so weit wie möglich pragmatisch vorgehen. So sind wir zum Beispiel bereit, und ich möchte das gerne hier auch nochmal wiederholen, von der britischen Aufsicht genehmigte Modelle vorläufig anzuerkennen, eben um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Unsere bankaufsichtlichen Prüfungen, die werden dann aber nach und nach folgen. Da darf man sich auch nicht täuschen. Ein bislang wenig beleuchteter Aspekt des Brexits ist der Arbeitsmarkt für Spezialisten. Hier schlummert ein nicht einfach zu fassendes Risiko, denn die Nachfrage nach erfahrenen Kräften wird auf ein begrenztes Angebot treffen. Die aktuellen Arbeitgeber dieser Spezialisten müssen mit einem intensiven Wettbewerb um fähige Köpfe rechnen. Das darf sich nicht zu einem Risiko für die Stabilität unseres Finanzplatzes auswachsen. Die Bundesbank wird übrigens, wie auch die Bankenaufsicht bei der EZB, der SSM, ihr Personal aufstocken wegen des Brexit, um eben den wachsenden Bankenmarkt auch weiterhin gut beaufsichtigen zu können. Für uns stellt dies gerade eben auch im Korsett des öffentlichen Dienstes eine nicht zu unterschätzende Herausforderung dar. Die entsprechenden Vorstandsbeschlüsse zum Aufbau des Personals, des Brexit-bezogenen Personals in unserem Hause sind gefasst und wir sind bereits bei der Umsetzung. Alles in allem, das zeigen auch unsere Gespräche mit den betroffenen Instituten, sehe ich sowohl die Banken als auch die Aufsicht auf einem guten Weg, die Veränderung durch den Brexit ohne größere Reibungen und ohne größere Risiken für die Finanzstabilität zu gestalten. Und dafür spricht auch, dass der Brexit kein unvorhersehbarer Schock ist, für den es keine Vorbereitungs- oder Reaktionszeit gegeben hätte.
Seitdem die britische Premierministerin Mitte vergangenen Jahres ihr Brexit means Brexit Credo verkündigt hat, ist klar, dass das Vereinigte Königreich die EU verlassen wird und dass dies weitreichende Folgen für die Volkswirtschaft im Allgemeinen und eben für den Finanzmarkt im Besonderen mit sich bringen wird. Schon allein das Prinzip der kaufmännischen Vorsicht gebietet es, sich auf das ungünstigste Ergebnis, nämlich auf einen harten Brexit, einzustellen. Im Ergebnis wird der Brexit, davon sind wir hier bei der Bundesbank überzeugt, zwar weiterhin eine Belastung für die Effizienz der Finanzinstitute darstellen, dabei aber keine erheblichen, direkten, negativen Folgen für die Stabilität unseres Finanzsystems mit sich bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke Ihnen beiden. Möchten Sie noch was ergänzen, Frau Buch? Gut, dann können wir jetzt direkt in die Q&A einsteigen. Die erste Frage hat Andreas Ramke von Reuters. Dankeschön. Ich habe zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf das ganze, den Themenkomplex Immobilienmarkt. Da hatten Sie, Frau Buch, ja diese 10-30% genannt an Preisaufstieg, Anstieg. Das bezieht sich ja offensichtlich auf die Großstädte, diese berühmten 7 Ballungszentren. Ist aber das Ganze nicht vielmehr inzwischen auch ein Phänomen der Fläche geworden? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen. Und diese 30%, das ist vielleicht die Frage 1b, also ich habe auch so bekannte Freunde etc. in München und auch in Stuttgart. Das scheint mir doch sehr gering zu sein. Ist das nur dieser Durchschnittseffekt oder täuscht mich da die Anecdotal Evidence sozusagen? Und zweite Frage, ein Thema, was jetzt hier keine Rolle spielte bisher, was aber in den letzten Tagen für große Schlagzeilen gesorgt hat, ist das Thema Bitcoin. Und mich würde einfach interessieren als Lernfrage, ist das inzwischen angesichts dieser Spekulationsblase, Bitcoin über 10.000 jetzt etc., ist das ein ernstzunehmendes Risiko geworden, was sich da abspielt, auch für die Finanzstabilität? Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Fragen, die mir erlauben, das auch noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Also zu dem Thema Immobilien, das sind 15-30%, das ist so diese Spanne, in der im Moment die Schätzungen liegen, zu den Überbewertungen. Das betrifft in der Tat die Städte, die Großstädte. Und das ist angestiegen, der Wert gegenüber dem Vorjahr 10-20%. Wir sehen auch, dass sich das in der Fläche verbreitet. Es ist nicht ein rein städtisches Phänomen. Ich glaube, das hatten wir im letzten Jahr auch schon ähnlich konstatiert. Zu Ihrem zweiten Punkt, spezifische Städte, darüber liefern unsere Modelle keine Aussage, wollen sie auch gar nicht, weil uns geht es ja immer darum, den Gesamteffekt uns anzusehen. Das Modell, was diesen Schätzungen zugrunde liegt, das nimmt schon regionale Entwicklungen auf, also eine regionale wirtschaftliche Entwicklung würde in diese Fundamentalfaktoren mit eingehen und das können verschiedene Dinge sein, das können die Einkommensentwicklung sein, die regionale Wirtschaftsentwicklung, aber dann wird jetzt nicht, das ist nicht ein Prognosemodell für eine bestimmte Stadt, obwohl ich weiß, dass es immer je nachdem, in welcher Stadt man über diese Dinge spricht, da die Emotionalitäten sind immer ganz unterschiedlich und die Stadt, die Sie genannt haben, ist natürlich auch ein Bereich, wo die Preise sehr stark steigen. Also so viel dazu, was dieses Modell leisten kann und will, ist tatsächlich eine Aussage zu treffen über den Durchschnitt. Da sehen wir auch, dass sich diese Überbewertungen auch stärker auf der Fläche herausbilden. Aber diese Zahl, die ich genannt habe, bezieht sich auf die Großstädte. Zum Thema Bitcoin, das ist im Bericht nicht angesprochen. Wir machen sagen einiges über das Thema grundsätzlich Fintech, was ein bisschen vielleicht auch breiter in diesem Kontext steht. Sicherlich ist es im Moment ein Thema, was auch sehr attraktiv ist, was auch die Presseberichterstattung angeht. Die Frage, die wir uns ja immer stellen müssen, ist nicht nur die, gibt es möglicherweise in irgendeinem Marktsegment eine Überbewertung? Ich scheue mich ja immer ein bisschen vor dem Begriff Blasenbildung, weil wir das nicht wirklich, wir haben es ja gerade schon fast besprochen, nicht wirklich gut einschätzen können. Die Frage, die uns beschäftigt, ist ja immer, sind diese Dinge stark kreditfinanziert und wird da mit welchem Geld wird da spekuliert? Und da muss man in diesem Bereich sagen, der insgesamt jetzt
kein sehr großes Marktsegment ist, dass wir da natürlich sehr wenig Informationen darüber haben. Also das heißt, wir haben das ganze grundsätzliche Thema auch neue Technologien und was entwickelt sich sozusagen außerhalb unseres traditionellen Finanzsystems. Das haben wir sehr eng natürlich im Blick, auch in den internationalen Gremien. Aber wir haben hierzu jetzt keine besondere Besorgnis, dass hier sich ein Finanzstabilitätsrisiko für Deutschland ergeben würde. Okay, als nächstes Bert Witkowski von der Börsenzeitung und dann Herr Otto von der ZFGK. Frau Professor Buch, ich verstehe nicht, warum Sie und andere Notenbanken, Aufsichtsstellen immer noch über einen Mangel an Daten klagen, nach all den Erhebungen, Meldepflichten, über die die Banken jeden Tag uns die Ohren voll jammern. Da gibt es offenbar unterschiedliche Wahrnehmungen. Können Sie mir das erklären, woran es liegt? Herr Dr. Dombrett, es gibt offensichtlich einen Konflikt zwischen Bankenaufsehern und Wirtschaftsprüfern, was die Bildung von Risikovorsorge angeht. Sie haben das ja auch angerissen. Manche oder viele Banken und Sparkassen würden gerne mehr Risikovorsorge bilden. Die Wirtschaftsprüfer lassen es nicht zu. Die Aufseher legen es, wie Sie heute auch, den Instituten aber nahe. Wie soll man diesen Konflikt auflösen? Und noch eine zweite kleine Verständnisfrage. Sie haben zu den Eigenkapitalquoten abweichende Zahlen genannt, abweichend von Ihrem Redetext. Auf welche sollen wir uns stützen? Danke. Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Frage, die mir in der Tat das ermöglicht, das noch ein bisschen vielleicht klarer zu machen, was hier das sehr konkrete Datenthema ist. Aber lassen Sie mich mit dem allgemeinen Punkt Berichtspflichten beginnen. Wir haben ja unterschiedliche Berichtspflichten auch aus unterschiedlichen rechtlichen Situationen heraus, gesetzlichen Vorgaben an die Notenbanken. Wir haben unseren statistischen Bereich, wir haben bankaufsichtliche, ein ganzes Bündel an bankaufsichtlichen Anforderungen. Und wir sind in der Tat im Moment dabei, auch sehr systematisch uns diese Dinge anzusehen. Wir sind auch in einem sehr engen Dialog mit den Banken dazu und uns zu fragen, wie viel von diesen Berichtspflichten, die natürlich auch über die Zeit entstanden sind, haben sich möglicherweise in Teilen erledigt, werden durch andere, neuere Statistiken abgedeckt. Wir haben ja auch in unterschiedlichen Zusammenhängen schon sehr intensiv über das Thema europäisches Kreditregister und Anacredit gesprochen. Wir sind also im Moment sehr intensiv dabei, darüber nachzudenken, wie können wir die Berichtssysteme an die Notenbanken, jetzt sehr allgemein gesprochen, wie können wir die vereinfachen und auch an die neuen Gegebenheiten anpassen. Dazu gibt es auch ein schönes Schlagwort im europäischen System der Zentralbanken, das ist das sogenannte European Reporting Framework. Das ist zunächst nochmal eine sehr ein sehr allgemeines Projekt, was aber genau dieses Ziel hat. Ich glaube, wir müssen hier auch über sehr lange Zeiträume nachdenken. Wir fangen zunächst erstmal damit an, überhaupt eine Bestandsaufnahme zu machen. Wie sind bestimmte Dinge definiert in den einzelnen Statistiken? Wie kann man dann auch dazu kommen, Dinge zusammenzuführen und zu vereinfachen? Und genau zu diesen Dingen sind wir auch in einem sehr engen Dialog mit den Banken, weil das können wir natürlich nicht alleine machen, sondern da brauchen wir auch da die Zusammenarbeit und die Kooperation. Das vielleicht als sehr allgemeinen Punkt vorneweg. Jetzt sehr viel konkreter das Thema Wohnimmobilien. Warum habe ich den Punkt jetzt hier angesprochen? Weil wir sind ja hier bei dem Thema Finanzstabilität. Es ist einfach so, dass habe ich auch eben schon kurz angesprochen, dass wir zu ganz zentralen Indikatoren, die den Wohnimmobilienmarkt und auch die möglichen Stabilitätsrisiken daraus betreffen, nämlich die Vergabestandards, Dinge wie Loan-to-Value, also Beleihungsgrenzen, Amortisationsanforderungen. Das sind ja im Übrigen auch Bereiche, bei denen wir die Möglichkeit hätten, würde sich unsere Risikoeinschätzung ändern, auch tatsächlich makroprudentielle Maßnahmen zu aktivieren. In diesen Bereichen haben wir halt nach wie vor, das ist das Thema, was wir auch in den letzten Jahren schon besprochen haben, haben wir keine systematische, breite statistische Erhebung, die es uns dann auch ermöglichen würde, zum Beispiel abzuschätzen, wie würde denn eine bestimmte Maßnahme überhaupt wirken, wie werden die einzelnen Bereiche
der Bevölkerung betroffen. Eben ist das regionale Thema angesprochen worden. Also die Einschätzung, wie würden bestimmte Maßnahmen im Falle eines Falles, der nochmal im Moment nicht gegeben ist, wie würden diese Dinge wirken, die können wir im Moment nicht vornehmen. Also das ist eine sehr konkrete Datenlücke, die im Moment auch durch die Berichtssysteme, die wir haben, so nicht abgedeckt werden. Wir haben die Zahlen, die ich Ihnen eben gezeigt habe, wir haben ja auch ein Indikatoren-Set zum Thema Wohnimmobilien. Wir haben natürlich bestimmte Informationen aus unseren eigenen Statistiken. Das sind im Wesentlichen Informationen über die Kredite, aber Kredite alleine reichen eben als Informationsgrundlage nicht aus. Die anderen Indikatoren, die Sie sehen, die kommen zum Teil auch aus privatwirtschaftlichen Quellen, die darum jetzt nicht besser oder schlechter sind, aber wir brauchen natürlich auch unsere eigenen Informationen. Vielleicht kann vielleicht Herr Dombrot auch noch was dazu sagen. In der Niedrigzinsumfrage hat sich das durchaus auch nicht als ganz trivial herausgestellt, diese Dinge mit zu erfragen. Das hat auch viel mit Unterschiedlichkeit in Definitionen zu tun. Deswegen gehen wir im Moment schrittweise vor und schauen erstmal, dass wir einheitliche Definitionen bekommen, die man dann auch wieder mit den Banken, mit der Industrie besprechen kann, weil das sind ja keine Informationen, die die Banken nicht haben. Im Gegenteil, jede gute Kreditwürdigkeitsprüfung setzt ja genau auf diesen Informationen auf. Aber das ist eine sehr konkrete Datenlücke, während das größere Thema, was Sie angesprochen haben, bei uns natürlich sehr gut bekannt ist, im Übrigen auch unsere Statistiken, unsere Informationsbasis besser machen würde, wenn wir hier zu einheitlicheren Systemen kommen. In Ergänzung zu dem, was Frau Buch gesagt hat, eins ist natürlich klar, solche Umfragen, beispielsweise wie die Niedrigzinsumfrage, sind ein sehr aufwendiges Instrument. Deshalb führen wir es auch nur sowohl für die Banken als auch für uns. Deshalb führen wir es auch nur alle zwei Jahre durch, damit wir, weil dieses Instrument mehr oder weniger das Aufwendigste und Teuerste ist. Und deshalb muss man versuchen, auch andere Möglichkeiten der Erhebung zu geben. Ich sehe allerdings auch, dass die Banken stark belastet sind, auch bei der Frage der Datenabfrage, und dass man alles versuchen muss, so effizient wie möglich vorzugehen. Was Witkowski, Ihre Frage zur Risikovorsorge und zu den Wirtschaftsprüfern und diesem, wenn Sie so wollen, diesem Interessenskonflikt zwischen Wirtschaftsprüfern und Aufsicht, möglichen Interessenskonflikt gerade in so einer guten konjunkturellen Lage, was das anbetrifft, einzugehen. Der Wirtschaftsprüfer und das Unternehmen stellen die Bilanzen auf. Das wird sich auch nicht ändern, das bleibt aber auch so. Nur viele Wirtschaftsprüfer legen Wert auf eine Guidance, auf ein Hinweis der Aufsicht, wie wir denn hier vorgehen würden. Weil das dann auch zu einheitlichen, vergleichbaren Ansätzen führt. Das heißt noch lange nicht, dass man sich davon nicht auch in Teilen, wo es Möglichkeiten gibt für Wirtschaftsprüfer, diskretionäre Spielräume auszunutzen, nicht auch anders entscheiden könnte. Nichtsdestotrotz wollen wir eben mit diesen Appellen, den Appell habe ich ja eben vorgetragen, auch zeigen, dass wir glauben, dass aufgrund der Tatsache, die Frau Buch eben ausgeführt hat, dass man in einer guten konjunkturellen Lage Risiken eher unterschätzt, weiterhin konservativ sein sollte. Das ändert aber nichts daran, dass die Bilanz letztendlich von Wirtschaftsprüfern und dem Unternehmen aufgestellt wird. Und das ist der Dialog, den wir begleiten mit unseren Einschätzungen. Zweite Frage von Ihnen, welche Eigenkapitalzahlen sollen Sie nehmen? Die sind bei mir heute Morgen im Manuskript geändert worden, weil auf dieser Folie der Median abgebildet ist. Sie können also, wenn Sie auf den Median abstellen, diese Zahlen nehmen. Das ist aber ein bisschen auch nochmal aufgerufen. Es hängt ein bisschen davon ab, ob Sie den Median nehmen, ob Sie den Durchschnitt nehmen. Ja, und Sie wissen, beim Median werden der schlechteste und der beste Wert rausgerechnet. Da kommen leicht andere Zahlen heraus. Beide Zahlen sind richtig, nur wir wollten die Zahl im Redetext jetzt haben, die auch zu dem Schaubild passt. Ansonsten hätten Sie die Frage andersherum gestellt. Ich bitte für das Versehen oder für die Konfusion zu entschuldigen. Okay, die nächste Frage, Herr Otto. Ja, vielen Dank, Frau Buch. Herr Dombrot und Sie beide haben jetzt mehrfach vor dem Risiko unerwarteter Schocks gewarnt. Wie wahrscheinlich sind denn diese unerwarteten Schocks? Also gibt es irgendwelche Indikationen, die Sie dazu anregen, jetzt wirklich hier so intensiv vor so etwas zu warnen? Weil das ist ja eine entscheidende Frage, zu sagen, ja, da kann mal irgendwann was Schlimmes passieren. Klingt für mich ein bisschen anders als so, wie Sie es beide jetzt gerade dargestellt haben. Also
nur mal so, dass man ein Gefühl kriegt, ob da, wie groß das Risiko dieser unerwarteten Schocks ist, auch wenn sie natürlich unerwartet sind, das ist mir schon klar. Herr Dombrett, Sie haben die Zinslästigkeit der deutschen Banken angesprochen, auch die Risiken, die daraus bei Zinsrückgängen entstehen. Nun kompensieren sehr viele Institute, so wie ich es beobachte, diese Zinsrückgänge, Margenrückgänge sehr stark über Volumenszuwächse. Kreditvergabestandards haben sich nicht geändert und so weiter, das habe ich alles wohl gehört, aber eine Frage stellt sich ja trotzdem, wie lange kann das gut gehen, über sehr große Volumenszuwächse hier zu kompensieren, weil die Wahrscheinlichkeit steigt doch, dass mit viel mehr Volumina irgendwo auch mehr faule Äpfel dabei sein könnten. Also da einfach nur die Frage und eine Lernfrage. Ich weiß nicht, ob ich es ganz richtig verfolgt habe, weil Sie das Thema NPL angesprochen hatten und Sie unterstützen hier die Position der EZB. Nun gab es ja ein Gericht, was gesagt hat, hier hat die EZB ihre Kompetenzen überschritten. Ist es nicht wirklich Aufgabe einer Bankenaufsicht, intensiv darauf einzugehen und davor zu warnen? Frau Buch deutet auf, steht im Finanzbericht, oder? Achso, okay. Also das noch mal eine Frage. Wie ist das zu beurteilen, dass das ein Gericht sagt, die EZB hat ihre Kompetenzen überschritten, wenn sie den Banken sagt, ihr müsst weniger NPLs haben? Das verstehe ich nicht so ganz. Genau, ja. Also wenn wir eine Zahl dafür hätten, dann hätten wir sie auch aufgeschrieben. Also es geht ja um die Frage, wie realistisch oder wie sind die Wahrscheinlichkeiten, die man diesen Szenarien, über die ich gesprochen habe, also die Zinsen steigen abrupt an, das ist das eine. Oder sie bleiben länger, als das jetzt schon der Fall ist, niedrig, weil sich die realwirtschaftliche Entwicklung nicht so darstellt, wie erwartet. Wenn wir Zahlen dafür hätten, dann wären wir wahrscheinlich, weiß nicht, ob wir dann noch hier wären, wenn wir sowas gut prognostizieren können. Ich glaube, der Punkt, den wir machen wollen, ist ein allgemeinerer. Wir reden ja auch hier über eine Unsicherheit, gerade wenn Sie diesen Anstieg der globalen Risikoprämien sich ansehen. Da wird ja auch international, nicht nur in Deutschland, darüber gesprochen. Das hat natürlich viel mit geopolitischen Risiken auch zu tun, die Sie gar nicht so in eine klare Definition oder Berechnung von Wahrscheinlichkeiten packen können. Das ist einfach eine generelle Unsicherheit. Wann können sich bestimmte Trends umkehren? Wann können bestimmte Ereignisse dann doch einen stärkeren Durchschlag haben, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Und der Grund, warum wir hier jetzt auch so intensiv auf diese Punkte eingehen, dass man sich eben damit beschäftigen soll, dass eben diese, das sind ja keine völlig unrealistischen Szenarien, dass diese Negativszenarien eintreten können, ist eben, dass wir gerade in dieser Phase, die wir hier haben, also 8 Jahre ein sehr solides wirtschaftliches Wachstum, sehr niedrige Volatilitäten, sehr hohe Bewertungen, wir alle, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber man neigt ja doch immer dann dazu, so die unmittelbare Vergangenheit in die Zukunft vorzuschreiben. Also deswegen sehen wir im Moment schon die Gefahr, dass alle Marktteilnehmer gemeinsam sich ein bisschen dieser Illusion hingeben könnten, dass es so weitergehen wird wie bisher und nach allen Gesetzen dann doch wieder der Wahrscheinlichkeit wird das eben nicht so sein. Aber dem jetzt eine genaue Zahl zuzuordnen, wäre, glaube ich, vermessen, gerade weil wir uns in so einem Umfeld auch von einer allgemeinen Unsicherheit dann auch befinden. Also Unsicherheit ist was, was Sie nicht eben klar in Wahrscheinlichkeiten packen können. Genau. Wenn ich darf, ergänze ich das ganz kurz nochmal. Die erste Frage, auf die Frau Buch eben auch eingegangen ist. Wir sind ja nicht nur in einer Phase einer sehr guten Konjunktur, wir sind auch sehr spät im Zyklus. Ja, und das ist ja mit den 8 Jahren schon indirekt angesprochen, aber ich will es nochmal deutlich machen, je später Sie im Zyklus sind, umso wahrscheinlicher ist dann auch eine Korrektur. Und deshalb muss man das einfach berücksichtigen. Der zweite Aspekt, den ich gerne ergänzen würde, ist, Sie haben gefragt, was ist die Wahrscheinlichkeit, Herr Otto, oder das Risiko eines Rückschlags. Es geht ja auch ein wenig darum, Verwundbarkeiten herauszuarbeiten. Wo sind denn die größten Verwundbarkeiten, gerade wenn man in einer guten konjunkturellen Situation und spät im Zyklus ist, um dann auch zu sagen, darauf ist besonders zu achten, weil Sie müssen ja auch als Bank oder Sparkasse priorisieren und vielleicht indem man die Verwundbarkeiten, wo die Hebel am größten sind bei einer Veränderung herausarbeitet, kann man dann auch geschäftspolitische Hinweise geben, die möglicherweise dann helfen, sich darauf einzustellen. Das noch als Ergänzung zur ersten Frage. Sie hatten zwei Nachfragen gestellt. Einerseits
zur Zinslast, dass das viel durch Volumen kompensiert wird. Das ist richtig. Gilt übrigens insbesondere für den Immobilienfinanzierungsbereich. Das ist gar keine Frage. Und wie lange das gut gehen kann, na gut, das hängt auch davon ab, ob die Eigenkapitalpositionen entsprechend mitwachsen, ja, und das Risikomanagement entsprechend konservativ bleibt. Wenn das so ist, kann das natürlich auch noch eine gewisse Zeit weitergehen, aber Sie können nicht die Bilanzposition Kredit einfach wachsen, ohne Eigenkapital mitzuwachsen und auch entsprechend Risikomanagement die gleichen Anforderungen ans Risikomanagement zu stellen. Dann hatten Sie eine Lernfrage gestellt. Ich glaube nicht, dass Sie da was lernen müssen. Und zwar bei den Non-Performing Loans haben Sie gefragt, EZB möglicherweise Kompetenzen überschritten haben. Lassen Sie mich mal ganz grundsätzlich sagen, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einem Regulierer und einem Aufseher. Und die EZB ist ja hier, oder zum Beispiel die Bankenaufsicht, die von Herrn Lüpper geleitet wird und von Herrn Weich, die da weit hinten sitzen, da sind wir als Aufseher gefragt, nicht als Regulierer. Und es gibt natürlich einen Unterschied zwischen einem Regulierer und einem Aufseher. Und als Aufseher kann man nicht alle Regeln der Regulierung erstellen. Das ist gar keine Frage. Aber wissen Sie, wem hilft denn so eine Diskussion weiter? So eine Haarspalterei zwischen Regulierung und Aufsicht, sondern die Frage ist es ein großes Problem, die Non-Performing Loans? Insbesondere der Stock, also der Bestand an Non-Performing Loans, ist ja mit über 850 Milliarden sehr groß. Wir haben übrigens 25% aller Institute in der Eurozone, wenn ich die Zahl richtig weiß, haben eine Quote von notleidigen Krediten von 12% oder mehr. Das ist also offensichtlich ein großes Thema und da kann man, wie Sie das auch ein wenig in Ihrem Nachsatz gesagt haben, da muss man ja davon ausgehen, dass sich die Aufsicht, die sich damit auch in den einzelnen Instituten beschäftigt, dass die da sich dazu eine Meinung bildet. Da sind wir übrigens ein ganz klein wenig wieder bei der Frage von Herrn Witkowski, wenn ich das sagen darf, weil das ist natürlich auch eine Frage der Wirtschaftsprüfer. Wie bewertet man denn einerseits im nationalen Umfeld, aber wie bewertet man denn jetzt die jeweiligen Kredite? Da will man auch gar nicht eingreifen, aber auch die verlangen dort von uns eine gewisse Einschätzung und eine Guidance, ja, wie wir denn mit dem Thema aus aufsichtlicher Sicht umgehen wollen. Das heißt also, es geht auch dieser Graubereich, den wir eben besprochen haben, der geht genau auch in diesen Bereich hinein und deshalb ist die Aufsicht der EZB geht jetzt in zwei Schritten vor. Wir haben, wie Sie wissen, im Supervisory Board, wo Herr Hufeld und ich die deutschen Mitglieder sind, über das Thema notleidende Kredite, die neu entstehen, gesprochen und haben eine Guidance dazu zur Konsultation gestellt. Und wir haben angekündigt, dass wir, was den Bestand der notleidenden Kredite angeht, wo das wahre Problem liegt, ja, wo diese große Summe, die ich eben erwähnte, existiert, dass wir dazu bis zum Ende des ersten Quartals nächsten Jahres ebenfalls eine Guidance, unsere Vorstellung einer Guidance veröffentlichen wollen und zur Konsultation stellen. Und hier finden wir es auch wichtig, dass wir viele Reaktionen von Banken und Verbänden bekommen, um auch einen möglichst guten, eine gute Diskussion und eine möglichst gute Guidance dann am Ende dann auch verabschieden und veröffentlichen zu können. Dankeschön. Gut, die nächste Frage, Barbara Schäder, Stuttgarter Zeitung und dann nochmal ZFGK in Person von Herrn Morschhäuser. Ja, danke schön. Ich wollte auch nochmal der Frage des Kollegen Otto nachlegen und fragen, können Sie uns vielleicht irgendein Beispiel geben, was denn einen abrupten Zinsanstieg provozieren könnte, weil das immer sehr abstrakt ist dann doch. Und noch eine zweite Frage, nochmal zu den Datenlücken, die Sie angesprochen haben. Soweit ich sehe, würde ja auch Anacredit sozusagen in der jetzigen Form dieses Problem nicht lösen, weil es noch nicht für Verbraucherkredite jedenfalls vorgesehen ist. Sollte das aus Ihrer Sicht und wann sollte das kommen, dass das sozusagen auf diesen Bereich ausgeweitet wird? Dankeschön. Ja, also ich fürchte, dass ich wieder ein bisschen zu allgemein bleibe für Ihre Vorstellung, was den die konkreten Auslöser angeht von so einem abrupten Zinsanstieg.
Denn wenn wir das wüssten, dann könnten wir natürlich auch dieses Ereignis noch genauer fassen und dem möglicherweise sogar irgendwie eine Wahrscheinlichkeit des Eintretens zuzuordnen. Aber ganz grundsätzlich haben Sie im Moment die Situation, und das sehen Sie auch in vielen internationalen Diskussionen, dass sehr, sehr viele Marktteilnehmer sagen, ja, unser Basisszenario sind diese langsam steigenden Zinsen, weil wir halt die positive wirtschaftliche Entwicklung global auch sehen. Aber Sie haben natürlich eine ganze Reihe von Verwundbarkeiten auch, die sich im System aufgebaut haben. Darüber hat der Dommert gesprochen. Wir haben jetzt sehr spezifisch über die deutschen Themen gesprochen. Sie haben auch das, damit beschäftigen uns wir sehr ausführlich im Bericht. Sie haben insgesamt weltweit kein geringeres Verschuldungsvolumen als vor der Krise. Also insgesamt ist die Verschuldung sehr hoch. Das hat sich zum Teil verschoben. Vom Privatsektor auf die Staaten. Sie sehen auch in vielen sich entwickelnden Volkswirtschaften, dass der Unternehmenssektor sehr vergleichsweise hoch verschuldet ist. Also da haben sich überall auch Verwundbarkeiten aufgebaut, die natürlich dann dazu führen können, wenn eines dieser geopolitischen Ereignisse, über die wir häufig sprechen, und der politischen Risiken, über die wir reden, wenn eines dieser Ereignisse dann plötzlich schlagend wird, dass sich dann diese ganze Einschätzung auf den Märkten dreht. Und dann kann es eben zu diesem plötzlichen Anstieg der Zinsen, der Risikoprämien kommen, wie wir das ja häufig im Zusammenhang mit angespannten Situationen, Stresssituationen auch auf den internationalen Märkten schon gesehen haben. Also es ist immer letztlich diese Mischung zwischen einem unerwarteten Ereignis, was eintritt, was Ihnen niemand jetzt genau benennen kann, dann ist es nicht mehr so unerwartet, und Verwundbarkeiten, die sich im System aufgebaut haben. Und das sehen wir eben schon global, und da nach wie vor natürlich die deutsche Wirtschaft, der deutsche Finanzsektor sehr eng international verflochten ist, würden solche Dinge natürlich auch Rückwirkungen auf uns haben über den Zinsverbund, auch international. Zu dem Punkt Anna Credit und der Frage, warum haben wir denn jetzt nicht diese Datenlücken, über die wir gesprochen haben, warum sind die nicht über diese sehr umfangreiche Erhebung und das europäische Kreditregister mit abgedeckt? Sie haben völlig recht, das Thema Verbraucherkredite ist so, wie es uns eben dann, wie es notwendig wäre, um uns die ausreichenden Informationen zu liefern, ist es nicht in Anna Credit enthalten. Es gibt im Moment, und das war ja auch einer der Gründe dafür, warum bei der Umsetzung der Empfehlung des Ausschusses für Finanzstabilität, der AFS-Empfehlung, zunächst mal das Datenthema etwas nach hinten gestellt worden ist in der Umsetzung. Es gibt im Moment auch vom European Systemic Risk Board, vom ESRB, eine Empfehlung, harmonisierte Datengrundlagen für diesen Bereich Wohnimmobilien in Europa zu schaffen. Im Moment sind wir sehr intensiv auch mit den europäischen Partnern und in sehr vielen Arbeitsgruppen im Gespräch darüber, wie kann man das denn jetzt möglichst effizient machen, um eben die Belastung, sage ich mal in Anführungsstrichen, möglichst gering zu halten, gleichzeitig uns aber auch gute Informationen zu liefern. Und die Option, über die Sie gesprochen haben, ist sicherlich eine, über die wir sprechen, wie und in welchem Umfang man Anna Credit erweitern kann. Aber da sind noch keine Entscheidungen gefällt worden, weil sie natürlich vielleicht als letzter Satz zu dem Thema, der Punkt, über den ich eben gesprochen habe, schon in Deutschland würden wir darüber diskutieren, wie genau würden wir denn Dinge definieren und welche Informationen brauchen wir. Und das haben Sie natürlich nochmal, dieses Thema stellt sich in Europa nochmal sehr viel verstärkter, weil wir da natürlich auch ganz unterschiedliche, auch schon bestehende Berichtssysteme haben. Und am Ende wollen wir natürlich auch, weil wir hier europäisch zusammenarbeiten, auch eine Datengrundlage haben, die einigermaßen vergleichbar ist. Also ich finde diese Entwicklung sehr positiv, dann auch, wenn wir das machen, es richtig zu machen, auch zu sehen, dass wir auch europäisch gut aufgestellt sind. Aber da sind wir eben noch, sind noch keine Entscheidungen gefallen. Der Ausschuss für Finanzstabilität muss in den nächsten 2 Jahren auch Bericht erstatten, wie er diese ESRB-Empfehlung umgesetzt hat. Also da werden wir auch dann entsprechend konkreter werden können. Gut, in der ersten Reihe Herr Morschhäuser. Ich habe nur noch mal eine kleine Nachfrage zu den festgestellten Zinsänderungsrisiken für kleine und mittlere Institute, die ja durchaus gegeben sind. Da wollte ich nochmal nachfragen, haben Sie den Eindruck, dass die dort bei den Verbünden unterschätzt werden, diese Risiken? War das nur ein Appell, mit dem Sie das Problembewusstsein schärfen wollten? Und dann letzte Frage, Sie haben ja die Möglichkeit, da Zuschläge zu verlangen aufs Eigenkapital. Ist das ein Instrument, das in Zukunft dann im Zweifelsfall mehr zu erwarten ist als bisher? Ja, danke für die Frage. Also erstmal, wenn Sie sich zurückbesinnen und zurückerinnern, auch die Bundesbank hat
für die Bilanz 2016 einem Zinsänderungsrisiko Rechnung getragen und entsprechend in unserer Bilanz verarbeitet. Also wir sind erstmal selbst vorweg gegangen und haben da wir ja nun auch relativ hochgeratete, mit starker Bonität ausgestattete Wertpapiere in großem Umfang ankaufen, sind wir ja auch diesem Zinsänderungsrisiko, das ist ja nicht nur ein Thema für die Banken, ausgesetzt, mit dem Ergebnis, dass wir das auch selbst gemacht haben. Also Zinsänderungsrisiken müssen richtig eingeschätzt werden. Und jetzt, wenn Sie zu sehr, sehr großen Instituten gehen, werden diese Zinsänderungsrisiken teilweise sehr stark abgehedged, sodass die Zinsänderungsrisiken da gar nicht so stark sind wie bei einer kleinen Sparkasse oder bei einer kleinen Volks- und Raiffeisenbank, wo die offene Zinsposition größer ist und wo Sie auch sozusagen die Planung der Bilanz nicht so ohne weiteres steuern können. Das heißt, die Zinsänderungsrisiken sind da einfach größer. Das heißt aber nicht, dass ich den Eindruck habe, dass sie dort unterstützt werden. Ganz im Gegenteil, das war ja einer der Gründe, warum wir die Niedrigzinsumfrage gemacht haben. Die Logik, um das mal Ihnen zu erklären, wie wir vorgegangen sind, war, dass der letzte Finanzstabilitätsbericht einer war zu Zinsänderungsrisiken. Dann hat die Bundesbank selbst bei der eigenen Bilanz Vorsorge getroffen und dann haben wir eine Niedrigzinsumfrage gemacht. Wir haben uns also sehr genau überlegt, wie wir diesem Thema uns peu à peu aus verschiedenen Facetten ändern. Das heißt, wir haben nicht den Eindruck, dass die Zinsänderungsrisiken unterschätzt werden. Ich verweise auch nochmal auf die Pressekonferenz hier zur Niedrigzinsumfrage. Also keine Sorge, aber sie sind einfach größer. Bei kleinen Instituten weniger eine Frage, ob das ein Verbund ist oder nicht, sondern eine Frage der Größe und Planbarkeit der entsprechenden Bilanzposition. Genau, also das würde ich ganz gerne noch so ein bisschen ergänzen, weil das natürlich ganz richtig ist, dass die einzelnen Institute sich mit diesem Thema beschäftigen und auch aus mikroprudenzieller Sicht hier einiges auch schon getan worden ist. Das muss man ja auch sagen. Sie haben ja eben gesehen, es gehen ja ein bisschen diese Basler Zinsänderungskoeffizient geht etwas zurück und das hat sicherlich auch sehr viel mit aufsichtlichem Handeln zu tun. Wir müssen uns hier natürlich immer auch die Frage stellen, was kann sich sozusagen im System noch entwickeln, was sind die Dinge, die auch das einzelne Institut so nicht überblicken kann. Deswegen hier auch der Hinweis darauf, dass sich Risiken verstärken können, dass auch letztlich das Hedging der Institute ja dazu führt, dass die Risiken irgendwo anders im System sind. Also deswegen diese Systemperspektive, das ist eben der Grund, warum wir uns hier auch nochmal mit dem Thema beschäftigen. Hatten Sie gesagt, dass die Bundesbank wie die SSM plant, ihr Personal aufzustocken wegen des wachsenden Bankenmarkts? Und die SSM hatte dazu schon angekündigt, dass sie planen, ungefähr 170 Angestellte hinzuzufügen. Gibt es bei der Bundesbank auch schon eine Zahl, die Sie dazu ankündigen können? Es gibt eine Zahl, aber die möchte ich nicht ankündigen. Na klar gibt es eine Zahl, allerdings ist es sukzessive. Wir haben also im Vorstand mehrere Zahlen. Wir haben für jedes Jahr, für jeden Grad des Ausbaus dieser Brexit-Anstrengungen versuchen wir, neue Mitarbeiter zu gewinnen, beziehungsweise aus unserem System. Wir haben ja eine kleine Hochschule, die aber sehr gut ist, dort zu werben und dann sozusagen in die Bankenaufsicht hineinzunehmen. Das ist aber ein ganz kleiner Hinweis eben auch auf die Tatsache, den ich auch versucht habe vorhin zu geben, dass es noch nie Broker-Dealer dieser Größenordnung auf dem Kontinent gegeben hat, die beaufsichtigt wurden. Und wir müssen da auch lernfähig und lernwillig sein, weil es kommen erhebliche Risiken auf den Kontinent und nicht zuletzt auch nach Frankfurt. Und wir müssen dann auch in der Lage sein, diese Modelle wirklich auch zu beaufsichtigen. Und deshalb ist das für die deutsche Bankenaufsicht kein Walk in the Park, sondern es bedarf minutiöser Vorbereitung und auch eventuell Verstärkung. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die Zahl, die Sie eben für die EZB genannt haben, dass unsere Zahl deutlich unter dieser Zahl liegt, die EZB einstellen möchte. Gut, weitere Fragen bitte. Herr Plickert.
Ich hätte gerne noch einmal von Ihnen, Frau Buch, als Klarstellung gehört, hier in Ihrem Text bezieht sich diese Zahl von den 15-30% unerklärlicher Anstieg, scheint sich das auf nur das, der Anstieg des letzten Jahres zu beziehen. Die Überbewertung bei den Wohnimmobilien, bezieht sich jetzt diese Überbewertung, die Sie feststellen nach Ihrem fundamentalen Modell, auf den Gesamtpreis oder ist das nur der Anstieg des letzten Jahres? Das kann ich ganz schnell machen. Das geht insgesamt natürlich immer auf das Niveau. Also da wird nicht nur da wird das Niveau der Preise betrachtet, dann wird sozusagen rausgerechnet im Modell, was die Fundamentalfaktoren sind und die Differenz ist dann eben diese Überbewertung. Gut, weitere Fragen? Todd Bühl vom Wall Street Journal. Todd Bühl, Wall Street Journal. Herr Dombrett, Sie haben gesagt, dass in Zusammenfassung, dass die Vorbereitung der Banken ein bisschen besser als die Vorbereitung der realen Wirtschaft in Bezug auf Brexit sind. Können Sie vielleicht ein bisschen genauer eingehen, in welche Industrien sehen Sie den größten Nachholbedarf? Dankeschön. Zwei Antworten dazu. Erstens, nicht nur ein wenig weniger Vorbereitung bei der Realwirtschaft, sondern deutlich weniger Vorbereitung. Es gibt regelrecht einen doch relativ deutlichen Unterschied. Die Banken sind gut vorbereitet zwischenzeitlich. Viele Lizenzanträge sind gestellt oder sind in einem Stadium, wo sie so gut wie gestellt sind, wo wir schon, sagen wir mal, 6-7 Entwürfe hin und her geschickt haben. Also da ist man sehr, sehr konkret und ich spreche immer wieder auch mit den Banken. Meine Kollegen tun das genauso, die BaFin auch. Und sie sehen, dass der Grad der Vorbereitung wirklich fortgeschritten ist. Während in der Realwirtschaft, das sagen auch die Banken selber, es lohnt sich auch mit den Banken mal zu sprechen, dass die Kunden sozusagen eigentlich noch nicht genau wissen, wie sie sich darauf vorbereiten sollen. Einerseits in ihrem Verhältnis zu den Banken, aber auch andererseits in der Frage, ob das dann zu Geschäftsmodellveränderungen führt. Ich möchte ungern da eine Industrie hinausgreifen, weil wir da nicht wirklich die Experten sind. Da sind wir dann nur, wenn Sie so wollen, auch die Empfänger dieser Nachrichten, als dass wir mit der Industrie darüber sprechen würden. Aber gehen Sie mal davon aus, dass es einen eklatanten Unterschied gibt in dem Grad der Vorbereitung und auch in der Awareness, wie sagt man das auf Deutsch, in dem Erkenntniswert dieses Themas und auch in dem Grad der Vorbereitung. Nett, dass Sie es nochmal aufgegriffen haben. Es war so in einem Nebensatz, aber ganz bewusst erwähnt. Gut, wenn es an dieser Stelle keine weiteren Fragen mehr geben würde, würde ich die Pressekonferenz beenden, mich bei allen bedanken und nochmal den Hinweis geben, dass vorm Gästehaus ein Shuttle zur EZB wartet. Danke sehr. Vielen Dank.